Tag 74. Hätten wir eine Karte, würden wir sie natürlich mit Ihnen teilen. Wir entschuldigen uns und schicken sie weiter. Ted will sehr gerne was essen. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Du kriegst aber noch nichts. Ist zu schwach für eine Expedition. Das Fahrzeug, das wir bei vorherigen Expeditionen gesehen haben, war tatsächlich keine dreiste Räuberfalle. Vorerst jedenfalls nicht. Das Teil ist ein Eiswagen und ist mit Grillrost und einem schweren Maschinengewehr ausgestattet. Geschmückt ist es mit US-Flaggen. Fahren kann der Eiswagen noch nicht, aber mit der richtigen Ausstattung lässt sich das bestimmt auch noch arrangieren. Der Boy Scout. Mit dem Boy Scout kriegen wir das doch bestimmt hin. Tag 75, Zeit zum Essen. Nein, der Boy Scout ist kaputt. Im Pfadfinder-Handbuch gibt es ein ganzes Kapitel zu alternativen Transportmitteln. Mit neuem Wissen gewappnet haben wir uns daran gemacht, die Gleiskette von einer nahegelegenen Planierraupe zu entfernen und an unserem Fahrzeug anzubringen. Wir wissen nicht, ob das auch wirklich so funktionieren wird, aber immerhin, sie ist beachtlicher. Ach was, wir haben uns einen Panzer gebaut. Einen patriotischen Panzer mit Maschinengewehr und Grillrost. Nice. So, Tag 75, erstmal was essen. In seinem gegenwärtigen Zustand können wir Ted auf keinen Fall nach draußen schicken. Okay. Eins der Regale im Bunker hat ein wenig gewackelt und wir haben es daher zur Entsorgung rausgerissen. Dabei fanden wir eine geheime Tür. Nice. Wo führt sie hin? Wir wissen es nicht, aber wir finden es heraus. Mit der Taschenlampe. Tag 76. Ted darf was trinken. Und die Taschenlampe ist noch heile. Wir haben jede Ecke des Raums abgesucht, aber nichts gefunden. Tja, das war pure Zeitverschwendung. Ted hat Hunger. Er ist noch nicht wieder ganz bei Kräften, sollte bald was trinken. In seinem gegenwärtigen Zustand können wir Ted auf keinen Fall nach draußen schicken. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Benzin für den Eiswagen, oder? Wir sind wirklich in einer misslichen Lage. Die Vorräte gehen zur Neige und außer uns selbst wird sich niemand um uns scheren. Wir wissen genau, dass eine unserer Nachbarinnen einen Bunker hat, dessen Falltür kaputt ist und da könnten sich noch Vorräte befinden. Natürlich hat sie es mit ihren Kindern möglicherweise rechtzeitig geschafft, aber wir können ihre Sachen wirklich gebrauchen und wir sind stärker. Sollen wir sie mal besuchen? Nein. Nein, Ted, schäm dich. Schäm dich, auf so eine fiese Idee zu kommen. Eine Frau mit ihren Kindern zu überfallen. Obwohl, die würden auch, die würden es auch versuchen. Die würden uns auch überfallen. Ich habe nichts gesagt. Unschuldige ausrauben? Auf keinen Fall. Wir sind keine Wilden. Oh nein. Selbst in solchen Zeiten müssen wir unsere Werte schützen. Gerade in solchen Zeiten. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und lassen diese armen Leute in Frieden. Ted wird gern was essen. Ted ist noch müde. Er braucht ein paar Tage Ruhe. In seinem gegenwärtigen Zustand können wir Ted auf keinen Fall nach draußen schicken. Wir haben uns schon fast an den Husten gewöhnt. Die Ventilatoren drehen sich nicht mehr. Anscheinend weht keine frische Luft mehr durch den Bunker. Wir müssen die Belüftung reparieren, bevor wir die wie Ratten ersticken, die von einem professionellen und extrem grausamen Rattenfänger kommen. Oh nein, und wir haben kein Insektenspray. Okay, wir versuchen es mit der Taschenlampe da rein zu leuchten. Und die Ursache der Verstopfung dann zu finden. Aber ich kann mir schon vorstellen, was das ist. Das sind die mutierten Bienen. Aber vielleicht sind die auch lichtscheu, hoffentlich. Tag 78. Ted ist verletzt. Oh nein. Aber er wurde nicht gestochen. Der erste logische Schritt bei einer blockierten Lüftung ist, nachzusehen, woran es liegt. Aber wenn man mit der Taschenlampe direkt in ein Nest mutierter Insekten leuchtet, wird meist alles noch schlimmer. Die Insekten sind weg, aber haben uns nicht ohne Stiche zurückgelassen. Ted will sehr gerne was essen. Ted ist immer noch hundemüde, braucht mehr Zeit, sich auszuruhen. Ted wurde verletzt. Er darf noch nichts essen, noch nichts trinken, aber wir können ihn heilen. Ted ist nicht in der Lage, nach draußen zu gehen. Okay. Mutierte Nager machen sich an unseren Vorräten zu schaffen. Wir sind nicht sicher, ob es Ratten, Wildhasen oder bloß mutierte Hamster sind. All diese Möglichkeiten sind ziemlich mies. Wir könnten zusätzliche Munition oder so gebrauchen, um uns dieser Plage zu entledigen. Ach, einmal mit der Axt drauf. Und dann aufessen. Tag 79.
Ich wollte gerade sagen, unsere Vorräte gehen langsam zu Neige, aber da ist ja auch noch der... der Karton voller Dosen. Unsere Dosen sind in Sicherheit. Dumm gelaufen für den haarigen Mutanten. Wir stehen wohl noch an der Spitze der Nahrungskette. Gut für uns. Ted hat Hunger, Ted ist noch hundemüde, er braucht mehr Zeit sich auszuruhen. Ted wurde verarztet und ist wieder kerngesund. Ted wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser, die du morgen bekommst. Er ist nicht in der Lage, nach draußen zu gehen. Auf unserer letzten Expedition bemerken wir einen herrenlosen Panzer allein auf weiter Flur. Er sieht beschädigt aus, könnte aber nützliche Sachen erhalten. Sollten wir... Ja, bitte. Ted, schau dir den Panzer an. Das wäre dann der zweite Panzer in der Umgebung, wenn man unseren mitrechnet. Im Innern des havarierten Panzers fanden wir nur etwas verstreute Munition. Die nahmen wir mit. Plus 1 Munition. Ja, geil. Falls der Händler nochmal vorbeikommt, können wir die eintauschen. Ted hat Hunger. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Ted steht mit einem Fuß im Grab. Er braucht sofort was zu trinken. Kriegst du, mein Freund. Kriegst du. Ah. Okay. Wir sind unsicher, was uns an der Oberfläche erwartet. Ein Ausflug könnte riskant sein, aber die Vorräte können wir gut gebrauchen. Er ist zu schwach für die Expedition. Vor unserer Haustür steht ein Mann, der unser Freund werden will. Das behauptet er jedenfalls. Er wirkt harmlos, auch wenn ihm eine Mutation und ein zusätzliches Paar Arme beschert zu haben. Auch wenn ihm eine Mutation ein zusätzliches Paar Arme beschert zu haben scheint. Was geben wir ihnen? 10? 7. Wir geben ihm Wasser. Obwohl, wir brauchen nur alle 5 Tage Suppe und alle 4 Tage was zu trinken. Das heißt, wir kommen eigentlich mit der Suppe länger hin. Er kriegt Suppe. Er versichert uns, dass wir uns nicht anstecken können und bittet um Hilfe. Wenn wir ihnen und seiner Gruppe Vorräte zur Verfügung stellen, helfen sie uns, wenn das nächste Mal Plünderer bei uns auftauchen. Sollen wir sein Angebot annehmen? Ja, aber gerne doch. Ja, und warum sollte eine Mutation ansteckend sein? Eine Mutation... Das sind mutierte Zellen, die sind nicht ansteckend. Die betreffen nur denjenigen, der da mutiert ist. Wenn er jetzt strahlen würde, wie so ein Weihnachtsbaum, wenn er Strahlung abgeben würde, dann könnte er vielleicht ansteckend sein. Oder wenn er irgendwie ein Virus oder Bacillus in sich trägt. Aber ein paar zusätzliche Arme, das ist dann nicht ansteckend. Genug geklugscheißert. Tag 81. 81 Tage haben wir jetzt schon überlebt. Haben wir schon mal so lange überlebt? Ich bin mir da gerade echt nicht sicher. Haben wir schon mal so lange überlebt? Es ist ein gutes Gefühl, in diesem grausamen Ödland Freunde zu haben. Ein paar Vorräte sind ein kleiner Preis für die Sicherheit der eigenen Familie. Minus 1 Dosensuppe. Ted wird sehr gerne was essen. Ted ist nicht wieder ganz bei Kräften. Ted ist nicht mehr durstig. Ted ist momentan zu schwach für jedwede Expedition. Das Militär sendet wieder. Sie wollen, dass jede Gruppe von Überlebenden einen Vertreter an einen bestimmten Treffpunkt in der Nähe schickt. Anscheinend wollen sie die Leute erst befragen, bevor sie uns evakuieren. Wir sind uns nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Wir sollten trotzdem jemanden schicken. Das könnte unsere beste Chance sein. Ja, bitte. Kannst den Bunker ja abschließen. Tag 82 und es klopft an der Tür. Sollen wir ihn reinlassen? Tag 82. Wir haben es zum Treffen geschafft. Der ernste Soldat stellte uns ein paar Fragen, machte ein paar Notizen und sagte, man würde sich bei uns melden. Hoffentlich haben wir einen guten Eindruck hinterlassen. Zu dumm, dass unsere Sonntagskleidung die Explosion nicht überlebt hat. Ted wird sehr gerne was essen. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. In seinem gegenwärtigen Zustand können wir Ted auf keinen Fall nach draußen schicken. Bevor sich die Welt in ein menschenfeindliches, totes Ödland verwandelte, waren wir mit fast jedem in der Stadt befreundet. Auch mit dem alten Jim, der oft durch unsere Straßen schlurfte und jedes Mal grüßte. Als wir ihn einmal besuchen wollten, gab er uns eine Adresse, die uns zum Park führte. Was für ein Spaßvogel. Offenbar hat er die Detonation überlebt. Er steht nämlich jetzt an der Falltür und fragt, ob wir einen Stein kaufen wollen. Wolle Stein kaufen? Jeden Tag jetzt ein Besucher. Mann, da hat man nicht mal einen Tag Ruhe, dann kann ausschlafen. Tag 83. Wir waren nicht völlig abgeneigt, aber der alte Mann war sehr unprofessionell. Er hatte keine nötigen Papiere dabei, nicht einmal eine Garantie oder einen Vertrag zum Unterschreiben.
Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Wo kommen wir denn dahin, ohne Vertrag Steine kaufen? Außerdem haben wir keinen Stift. Die Transaktion wird nicht stattfinden. Ted wird sehr gern was essen. Ted ist immer noch hundemüde, braucht mehr Zeit, sich auszuruhen. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Morgen kriegst du was, Ted. Er kann nicht nach draußen. Und die Zwillinge wollen immer noch eine Karte haben. Wir haben keine Karte. Such die woanders. Ihr seid doch eine große Gemeinschaft. Da könnt ihr doch mal jemanden losschicken, woanders eine Karte suchen. Notfalls bei der Mutter mit den Kindern oder dem Lehrer. Hätten wir eine Karte, würden wir sie natürlich mit ihnen teilen. Wir entschuldigen uns und schicken sie weiter. Ted hat Hunger, Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Ted steht mit einem Fuß im Grabe, er braucht sofort was zu trinken. Kriegst du. Zeit, dem Radio zu lauschen. Vielleicht erfahren wir irgendwie, wie wir dieses Chaos bewältigen.